Vegane Ernährung war schon einige Male hier das Thema bei Green Tokyo. Wir haben Menschen interviewt, die trotz aller Schwierigkeiten den veganen Lebensstil hier durchziehen. Heute möchte ich euch jedoch zeigen, was die japanische Küche vegan dennoch so auf dem Kasten hat. 5 vegane Variationen zu japanischen Gerichten, die vielleicht eine Anregung zum Experimentieren in der eigenen Küche sein können. Fangen wir an mit einem absoluten Trendfood in Deutschland und einem Gericht, bei dem man in Japan auf gar keinen Fall dran vorbeikommt. Ramen oder auch die japanische Nudelsuppe. Hiervon gibt es so viele unterschiedliche Arten, dass sich neben den üblichen Ramen, wie zum Beispiel einer Schweinebrühe als Suppenbasis, auch relativ schnell vegane Alternativen finden lassen. Mein absoluter Favorit sind hier die Tantan-Ramen. Hierbei handelt es sich um eine kleine Ramenkette, welche aus Prinzip komplett auf tierische Produkte in der Küche verzichtet. Es wird auf eine Erdnussbasis gesetzt und dadurch erhält die Suppe eine ölige Konsistenz, die ich so in veganen Ramen selbst noch nie gefunden habe. Dazu kann man dann noch etwas Sojafleisch, zum Beispiel in frittierter Form, nehmen und das Ganze wird sehr, sehr gut abgerundet. Nüsse sind einfach eine super interessante Zutat, um in der japanischen Küche damit zu experimentieren und gewisse Sachen zu substituieren. Bei Nummer 2 handelt es sich schon viel mehr um einen Snack als ein richtiges Gericht. Onigiri heißen die beliebten Reisbällchen, die hier in Japan wirklich jeder hin und wieder mal zur Stärkung isst. Sie wirken ein bisschen wie ein immens großes Sushi-Teil und es gibt sie in allen möglichen Formen und Geschmacksrichtungen. Von diesen sind auch einige vegan. Mein Favorit ist dabei auf jeden Fall das Seitan-Onigiri. Außen mit krossen, getrockneten Seitan und gefüllt mit frischen Seitan. Ein perfekter Snack für zwischendurch. Hier gilt es aber auch darauf zu achten, dass einige Onigiri mit dem Zusatz von Dashi, das ist eine Fischbrühe, welche in der japanischen Küche oft genutzt wird, hergestellt werden. Allerdings ist Dashi hierbei auf gar keinen Fall ein Muss. Mit den Onigiri sind wir auch schon sehr nah an Punkt 3 auf unserer Liste. Sushi, das japanische Trendfood schlechthin und auch in Deutschland super beliebt. Und auch wenn Sushi im Besonderen mit rohem Fisch in Verbindung gebracht wird, gibt es dennoch auch problemlos tolle vegane Varianten. Tatsächlich macht aber hier in Japan das simple vegane Sushi das Rennen. Über ganz gewöhnliche Maki-Sushi mit Gurke, über Shiitake-Pilz und Avocado-Nigiri bis hin zum sogenannten Inari-Sushi, einer speziellen Art von Sushi, bei der der Reis in eine Hülle von Sojahaut eingebunden wird, lässt sich eigentlich alles finden und es gibt keine Grenze für Kreativität. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Sushi zu Hause mit Freunden zu machen, kann ein echt spaßiges Erlebnis sein. Ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Vom super bekannten Sushi geht es jetzt zu einem doch eher etwas unbekannteren japanischen Gericht. Okonomiyaki. Hinter diesem langen, seltsamen Wort verbirgt sich ein Gericht, welches auch als der japanische Pfannkuchen bezeichnet wird. Auch hier handelt es sich wieder mal um ein Gericht, welches große Freiheit bei der Zutatenauswahl erlaubt. Normalerweise gehören zu den Grundzutaten neben Mehl und Wasser auch Ei und Dashi, diese lassen sich aber leicht substituieren. Beim Okonomiyaki-Essen bekommt man in der Regel eine Schüssel mit den Zutaten, mixt diese einmal zusammen und brät sie dann auf einem Grill, der direkt am Tisch ist. Das ist wohl eines der komplizierteren Gerichte für zu Hause, aber es ist ein Versuch in der Pfanne zu Hause auf jeden Fall wert und es gibt tolle vegane Rezepte für Okonomiyaki im Internet zu finden. Bevor wir jetzt zum letzten Gericht, meinem absoluten Favoriten, kommen, gibt's noch eine kleine Honorable Mention. Diese gilt der Lotuswurzel, meine absolute Lieblingszutat hier in Japan. Egal ob in einem Falafel-Sandwich oder frittiert, habe ich diese Wurzel lieben gelernt und möchte jedem ans Herz legen, bei Möglichkeit diese mal zu probieren. Wirklich eine komplett tolle Zutat, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, ich wollte das einfach nur mit einbinden. Beim letzten Gericht, welches ich euch heute vorstellen möchte, handelt es sich um japanisches Curry. Ein Gericht, welches man auf jeden Fall nicht mit dem typischen indischen Curry oder ähnlichem verwechseln sollte. Traditionell gibt es das japanische Curry eigentlich auf tierischer Basis mit Fleisch, jedoch wurden gleichzeitig mit dem wachsenden Tourismus in Japan auch die veganen Optionen immer beliebter, sodass die großen Ketten diese auch mittlerweile anbieten.
Bis auf den Reis und die Currysoße handelt es sich hier wieder mal um ein Nimm-was-du-möchtest-Gericht. Japanisches Curry ist in der Regel etwas milder als seine internationalen Namenskollegen und meiner Meinung nach das beste Gegenmittel gegen den großen Hunger. Das waren jetzt einige japanische Gerichte in ihren veganen Formen vorgestellt. War da vielleicht etwas für euch dabei? Würdet ihr gerne mal etwas davon in der eigenen Küche ausprobieren? Schreibt das doch mal in die Kommentare, eure Meinung dazu würde mich sehr interessieren. Falls ihr mehr in die Richtung sehen wollt, schaut euch dieses Video noch an, abonniert den Kanal samt Glocke und ganz, ganz wichtig, lasst mal nachhaltig.